我们真的不知道回去怎么跟爸爸妈妈交代这件事情。Und was noch tief in seinem Gedächtnis blieb, ist, war so einmal in riesiger Schlange stehen, schon ganz grau im Licht eben morgens, um Tofu zu kaufen, weil alle Chinesen Tofu lieben. Aber Tofu war so wenig und so viele Familien wollten Tofu kaufen und er mit seiner älteren Schwester war morgen früh schon in der Schlange. Aber ausgerechnet, als die beiden dran waren, war Tofu ausverkauft. Und die beiden haben solche Schuldgefühle auf sich getragen, wie sollen dann unsere Eltern erzählen, ohne Tofu nach Hause zu kommen? Aber das ist sehr, sehr wichtig. Er erzählt all diese in Details, weil dieses Gefühl sehr prägend für sein Aufwachsen, aber auch, er meinte auch, für die Denkweise der ganzen Chinesen.